Herr Kantin, willkommen beim Schnelltest. Wir beginnen mit einem Wirecard-Konkurrenten, mit der Firma Adyen. Ja, Adyen hat 2018 den Umsatz um 60% gesteigert, das EBITDA sogar um 83% gesteigert. Die Zahlen waren über den Erwartungen. Dennoch gab es danach erstmal Gewinnmitnahmen. Auch nicht allzu unverständlich, denn wenn man auf die Bewertung guckt, KGV von 120 und 40-fache Umsatzbewertung, völlig überteuert. Die Aktie ist für mich kein Kauf. Die nächste Aktie ist Wienerberger. Das genaue Gegenteil, eher sehr konservativ, vielleicht sogar langweilig, aber sehr solide. Der Ziegelhersteller hat eine optimistische Prognose für 2019 genannt. Das bereinigte EBITDA soll um rund 20% zulegen. Man erwartet beim europäischen Wohnungsneubau stabile bis leicht steigende Nachfrage. Zudem rechnet man mit positiven Auswirkungen aus einem Kostensenkungsprogramm. Ist unspektakulär, aber grundsolide, meines Erachtens ein langfristiger Kauf. Ein Saatguthersteller und Pflanzenzüchter, KWS Saat. Ja, da hat man den im ersten Halbjahr saisonüblichen Verlust um 14% auf 77 Millionen Euro verringert. Zudem mit 18,4% ein ungewöhnlich dynamisches Umsatzwachstum gezeigt. KWS Saat schlägt sich trotz Währungsbelastungen sehr gut, mit einem KGV von knapp 19, traditionell nicht ganz billig die Aktie, ist aber eine gute Halteposition. 2018 mit deutlich gedämpftem Wachstum, Basler. Ja, man befindet sich in einem Transformationsprozess weg von einem reinen Kamerahersteller hin zum Hardwarehersteller für computergestütztes Sehen. Und die Aktie ist angesichts des noch unsicheren Erfolgs dieses Strategieschwenks mit einem KGV von 27 meines Erachtens noch zu teuer. Ich würde draußen bleiben. Gute Quartalszahlen gab es bei CTS Eventim. Genau, der Umsatz ist um 20% gestiegen, das Betriebsergebnis um 13%. Wann das neue Geschäftsfeld Pkw-Maut allerdings starten kann, steht wegen des unsicheren Zeitplans der Bundesregierung aber noch in den Sternen. Die Aktie hat in den letzten Monaten eine stetige Aufwärtsbewegung gezeigt, ist eine gute Halteposition. 2018 gab es auch wieder eine Umsatzsteigerung bei Xing. Ja, und nicht nur Umsatzsteigerung, sondern auch EBITDA jeweils um gut 20% zugelegt. Zusätzlich zur Regeldividende soll es jetzt auch eine Sonderdividende geben. Die Aktie ist allerdings mit einem KGV von 40 weiterhin sehr teuer, hat aber einen Lauf, sollte man halten. Starke Zahlen für 2018, Aixtron. Ja, allerdings leider nur für 2018, denn die Prognose für 2019 war dann dafür umso enttäuschender. Eine erwartete Umsatzstagnation sowie ein avisierter Gewinnrückgang rechtfertigen kein KGV von rund 30. Und ein Börsenwert von 925 Millionen Euro ist angesichts eines erwarteten Umsatzes von 265 Millionen Euro auch ein bisschen viel. Die Aktie hat deutlich nachgegeben nach den Zahlen. Eine technische Erholung ist durchaus möglich. Die könnte 5-8% betragen und die sollte man dann zum Ausstieg nutzen. Und als letzte Aktie Beiersdorf. Ja, die opfert aktuell Profitabilität für zukünftiges Wachstum. Jährlich sollen 70-80 Millionen Euro in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens investiert werden. Was 2019 allerdings die Umsatzrendite im Consumer-Bereich um rund 1 Prozentpunkt schmälert. Der Kurs reagierte am Mittwoch mit einem Minus von 10% und jetzt sollte man die Aktie sich erstmal neu einpendeln lassen. Ist kein akuter Kauf, mittelfristig aber mit Potenzial. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, feiern Sie nicht zu viel Karneval, das gilt auch für Sie, Herr Kantin. Wir sehen uns nächste Woche wieder, machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken.